Willkommen hier zu Ramageddon. Oh yay. Woche 14, Tag 5 mittlerweile. Hearthstone. Weiß ich gar nicht, ob ich den Titel das letzte Mal gesagt habe. Hearthstone. Ich meine, es steht ja im Video. Es Ja, steht ja im eben. Videotitel, der unter dem Video ist. Sind ja Titel, ne? Ja, Aber nee, da hat das sich geht YouTube doch. einfach mal gedacht, yeah, machen wir. Ich weiß gar nicht warum. Die Frage nach dem Warum stelle ich mir eigentlich schon fast gar nicht Ja, mehr. stimmt. Denn das Ja. macht irgendwie nur depressiv. Das stimmt. Der Herr DK ist immer noch mit dabei. Ein depressiver Ja. Herr DK vielleicht. Wissen wir Ein nicht. was? Ein depressiver. Wieso denn? Ja, wenn ich das depressiv gemacht hätte, jetzt. Das ist ja schon ein bisschen her jetzt. Vielleicht wirst du es gleich, wenn wir wieder gespielt haben, denn Hearthstone ist immer noch das Weißt du, Thema. ich hab dich vor der Niederlage komplett vernichtet. Wieso Das sollte ich stimmt. depressiv sein? Ich weiß es nicht genau. Ja, Aber siehst du? es steht eins. Nee, es steht. Wie 2 zu 1 steht's? für dich. 2 zu 1 für mich. Dann müssten wir eigentlich noch zwei Spiele spielen, falls ich gleich gewinne. Also falls du gewinnst. Ja. Wir können auch das herzlicherweise auf einem Gleichstand enden lassen, aber das wäre gelangweilig. Deswegen schauen wir einfach mal. Es geht wieder weiter. Ich habe mir mal überlegt, ich habe bisher mit dem Jäger gespielt, ich habe auch mit dem Magier, mit der Magierin gespielt und ich glaube, der Druide war das auch noch, ne? Erste Folge, weißt du nicht, guck nicht so. Ich nehme den Krieger, um nochmal, den habe ich noch gar nicht gespielt, das ist toll. Das ist noch Level 1. Das heißt, es wird für mich neues Gebiet. Hast du etwas ausgewählt für Ja. dich? Ja. Hast du ein sehr speziell zusammengestelltes Deck? Wie wieder mit meinem Priester. Okay, ich nehme das Standardzeugs. Ich habe noch nicht mal alle Karten für den Kerl freigespielt. Das heißt, es könnte nicht übermäßig gut werden. Das ist sehr mutig. Ja, ich will halt auch. Das ist alles, ich opfere mich quasi im Zeichen der. Wie heißt das, wenn man irgendwie viel zeigen will vom Spiel? Investigativen Journalismus. Investigativ. Genau. Du betreibst hier investigativen Journalismus. Natürlich. Ja. Okay. In Ordnung. Ich glaube nicht. Gut. Wow, Mensch, das ist eine gute Hand. Oh, ja, ich habe so viel. Ja. Der Krieger, muss man sagen, macht gerne selber Schaden. Der kann sich selbst hier der kann sich selbst so Rüstung anlegen. Der kann aber auch sich selbst ordentliche Waffen anlegen. Das heißt, der Genau. wird dann selber zum Draufhauen-Moppel. Kriegt Ja. dann natürlich aber auch entsprechend Schaden, wenn er ein Monster angreift. Das stimmt. Auch ein Held kriegt Schaden. Das sonst, ich meine, sonst wäre das Spiel auch recht sinnfrei, wenn. Ja. Schon, ne? So, was haben wir denn jetzt hier so Kennst du ein das auch, wo bisschen? man Sachen ausspricht und dann hört man sich mal selber zu und überlegt, was man gerade gesagt hat? Nee, ne? Du denkst nicht. Nee, ich denke nie. Gut. Da stehe ich drüber. Bei dir ist alles nach Gefühl einfach. Ja. Oder wenn man sich alte Folgen von sich selber anschaut, hat total vergessen, was man eigentlich schon für Witze gebracht hat, wie schlecht die auch waren. Ja, das stimmt. Und dann denkt man sich, boah, was für ein Depp, Mann. wer kommentiert sowas? Da schämt man sich dann für sich selber manchmal. Aber nur manchmal. Hier, zack. Oh, jetzt hängt er damit an. Drei Schaden gibt es für mich. Zwei Aufladungen, das heißt, ich kann in zwei Runden drei Schaden an Dingsen. Ah, ja, der ist weg. Und ich greife ihn Wow. damit an. Bonk. Problem ist, ich habe aktuell noch nichts so wirklich, um mich zu schützen. Und das hilft jetzt auch nicht unbedingt weiter hier. Okay. Ja, deswegen, wenn man sich ein gutes Deck zusammenstellen möchte, muss man immer schauen, oder es gibt halt verschiedene Wege, wie man das denn machen kann. Ich kann da jetzt nicht allzu viel drüber reden, weil ich weiß da auch nicht allzu viel drüber, aber es ist natürlich immer sinnvoll, wenn man so ein, zwei Tanks auch im Deck hat, mindestens, weil sonst kann der Gegner einfach zu einem durchrennen. Richtig. Oder aber man spielt so ein abgefahrenes Zeug, dass man halt überhaupt nur drei Züge braucht, um den Gegner zu plätten, dann ist auch egal. Das geht dann auch. Oder man macht's wie ich und zieht eine Karte, die man nicht gebrauchen kann, nach der anderen. Ja. Das Geht ist auch. natürlich eine Möglichkeit. Ja. Nö. Weg. Einfach durch, ne? Ja.
So. Gut. Aha. 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 Das ist okay, das kann man machen. Zack. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das der Kampfschrei von dem Biest ist. Ja. Oder ob das schon eingerostet ist. Ne? Wenn das der Fliege dann so ein bisschen quietscht. Weiß ich noch nicht so ganz. Ja. Nee, mach ich gleich. Warum hat er eigentlich mehr Leben bei dir? Hast du den verzaubert? Das habe ich wohl. Okay. Bin halt sehr gespannt, was man aus der Standardhand hier von dem Krieger rausholen kann. Wobei rausholen auch das falsche Wort vielleicht ist. Aber was es da überhaupt gibt. Dann hat immer einen mehr Leben, als ich Schaden mache. Das sollte ich mir gründlich überlegen. Ja, mach mal so. Passt. Hier, ich habe noch Gandalf da auf dem Spielfeld rumgespielt hier. Tor zu, Katapultladen. Ja, es ist Katapulte sind schön. Oh, ich habe was erwischt. Wow. Ah, das ist natürlich eine Möglichkeit. Ja, ist das denn die Möglichkeit? Ja. Zack. Das war sehr schön gespielt. Ich mach. Wohl komm, ja, verdammt, ich. Nein, jetzt egal. So, fertig. Hey? Ich hätte auch was anderes machen können. Ich hätte. Na, das mache ich gleich. Ja, hast hätte, du mal hätte, gehabt? Hätte. Ja, natürlich. Reden kann man ja viel. Das ist schön, ja. Das war schmerzhaft, ja. Womit war das? Du hast den. Verdammt, weil der jetzt 5 Leben, 5 Angriff gehabt hat. Richtig. Ja, schön. Und weißt du, was das Witzige ist? Die ganzen guten Karten sind immer noch im Deck. Ich weiß nicht, ob ich das so witzig finde. Ich finde das ziemlich witzig gerade. Ja, das dachte ich mir. Ja, komm. Mach ich so. Das sind total die High-Class-Karten. Sauber. Ich bin gespannt. Ich auch. Du hast gerade ein bisschen weniger Leben und weniger Diener auf der Hand, aber wenn du noch so tolle Karten hast und vor allem du hast noch mehr Karten auf der Hand, das heißt, du hast mehr Auswahl. Ja, wie gesagt, meine ganzen guten Karten sind noch im Deck. Ja, das sagt man so. Man kann sich natürlich das weltbeste Deck zusammenstellen, aber es gibt immer ein paar schwache Karten und wenn man die zuerst zieht, dann ist totaler Mist. Dann kommt man vielleicht gar nicht so weit, bis man die guten spielen kann. Wusch. Aber ich glaube, du wirst noch so weit kommen. Schauen wir mal. Aua. Okay, das geht. Die Tore sind geöffnet. Piff. Boah, Piff. Ja. Das war ein guter Zug. Ich muss was machen. Diese Karten. Vor allem, ich habe die Heldenfähigkeit noch viel zu selten benutzt. Ich meine, die ist echt brauchbar eigentlich. 2 Rüstung, das deckt sich halt immer weiter auf. Oh, das heißt, praktisch. Man kann irgendwann auch irgendwie 10 Rüstungen haben.
Allerdings will ich immer, so, wenn ich noch nicht zu viel Mana habe, will ich immer Diener aufs Feld bringen. Nicht schön. Wobei. Okay. Das kann ich machen, ja. Damit der wenigstens nicht gestorben ist hier. Noch so einen Vogel und noch so einen. Und Rüstung einfach mal für mich selber. Ach, diese Karten. Freust du dich? Ja, ich räume mir gerade hier einen Schnitzel ab quasi. Die Karte kann ich nicht angreifen mit Verstohlenheit, wenn die nicht selber schon mal Schaden ausgeübt hat. Richtig. Das heißt, ich kann, also er hat quasi immer noch eine Hinterhand mit 4 Schaden in der Hand und die ich nicht beseitigen kann. Weiß ich gar nicht, wie es ist, wenn man irgendwas mit Flächenschaden, also mit dann durch die Bank trotzdem. Hat. Wahrscheinlich, dann ne? Wäre auch ein bisschen doof, ne? Schlägt der ein Meteor ein, brennt die ganze Gegend im Kilometer Umkreis weg, nur der eine Wolf, nö, ich habe nichts gemacht. Der Meteor findet mich nicht. Das wäre ein bisschen sinnlos. Ja, ach, das ist schön. Ja, das ist schön, aber auch nur begrenzt. Hatte schon... Nein, hatte nicht. Ja. Ich habe noch keine Ahnung, wie es ausgehen wird. Muss ich ja zugeben. Ach, ich habe so langsam eine Ahnung, wie es ausgehen wird, weil ich nur scheiß Karten bekomme. Was sind das für Karten, die du auf der Hand hast, so grob geschätzt? Sind es teure Karten? Nee. Nur die ganzen Karten, die ich eigentlich brauche, um hier ein ordentliches Match zu machen, sind alle irgendwo hier in den 16 Karten in meinem Deck. Das Blöde ist, du kannst meinen in der Mitte auch nicht angreifen, dass der mehr Schaden macht. Das ist ein bisschen doof gerade. Das macht halt immer nur 2 Schaden. Aber ich meine, ich habe da eine ganze Bank voll. Das rentiert sich auch, das summiert sich halt. Das läppert sich. Ne? Kleinvieh, genau. Das ist schön, das dachte ich mir, dass es kommt. Ja. Mehr kann ich nicht machen. Ne, das war auch mit das Sinnvollste, muss ich sagen. Die Karte ist so toll. Kann ich überhaupt nicht benutzen. So. Ja. Die Tore sind geöffnet. Okay. Gib noch nicht auf. Nee, ich weiß, das darf man auch nicht. So. Du bist noch nicht tot. Aber gleich wahrscheinlich. Ja. Ja, ja, mit 2 Leben. Ich meine, du kannst dich heilen, aber... Mit einer Karte, die man nur ausspielen kann, da muss man schon sehr viel Glück haben, damit was Ordentliches bei rauskommt. Das und das hat mich wirklich viel gebracht. Ich habe nur noch mehr Schaden zur Verfügung. Wow. Ja, komm, hier dann. Nee. Ja, gut, kriegt Gesellschaft. Jetzt wäre sowieso vorbei. Vor allem, ich krieg die 2 heiligen Novas so spät und dann auch noch hintereinander. Gerade wenn man nur eine Karte zur Auswahl hat, ne? Man will ja auch nicht gar nichts machen in den ganzen Zug. Unglaublich. Sehr gut. Ja,
Ich war versehentlich erfolgreich, sag ich mal. Ja. Ja. Pures Glück, aber du hast gewonnen. Das stimmt, da war echt viel Glück bei, muss ich sagen. Ah, das war so ein. Das war, eigentlich hat die Hand ganz gut angefangen, nur dann habe ich eine Karte nach der anderen bekommen, mit ich der ich natürlich Bologna. Anfangen konnte. Das ist echt ein Jammer. Ja, es ist, man kann sich, wie gesagt, man kann sich die schönsten Sachen ausdenken. Manchmal funktioniert das auch nicht. Ja. Deswegen hat man keine 100% Chance, wenn man irgendwie das weltbeste Deck hat, auf Gewinn. Weil man weiß nie, ob der andere nicht auch vielleicht das weltbeste Deck hat, in Version 2. Ne? Und dann irgendwie. Weltbestes Deck. Trademark. Genau, das Top noch 2. Weltbestere Deck. Das ist noch viel bessere Reihe. Ja, natürlich. Beste. Beste. So, beste Deck. Machen wir noch ein Spiel. Ja, ne? Ja. Eins können wir noch machen. Einen habe ich noch. Du musst deine Ehre noch retten, sag ich mal. Was habe ich denn? Habe ich Schamane schon mal gemacht? Nicht gegen mich? Nee, dann mache ich das mal. Schamane. So. Ich bin Schaman, ich brauche Tränke. Ja. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Ich auch. Wahrscheinlich nur 7er Karten. Naja, fast. Beim Schaman habe ich halt auch noch keine tollen Karten, das ist das Problem. Ich kann alle Karten rauswerfen, jetzt bin ich gespannt. Das ist zu teuer. Oh, okay, naja. Ja, okay. Das ist okay. Nehme ich mal so an. Das war der Schamane, der die Karte hat, okay. Es entwickeln sich im Laufe der Zeit auch gewisse Hasskarten, sag ich mal. Also meistens dann, wenn der Gegner die hat, die halt einem irgendwie, einem die schönsten Diener von Welt in irgendwie ein Schaf verwandeln können oder in sonst was, ne? Richtig. Die man überhaupt nie gebrauchen kann. Man denkt sich, ja geil, 10-10er Karte, super. Gegner hat keine Chance, sondern meh. So. Ein Murloc. Ja. Oh. Ich mag auch die Musik des Spiels, wo es gerade so ruhig ist. Nee, ich hab die nie an. Ja, ich hab die meistens an, aber also ich mag die, aber die irgendwann wiederholt die sich halt auch stark. Oder aber, ich meine, das ist auch ein Spiel, was man gut spielen kann, wenn man halt irgendwas anderes nebenbei hört. Das ist. Ja. Das akustische Zeug ist halt nur Zusatz. Okay, der war das. Okay. Aha. Der guckt da. Schucke. Ja. Muss jetzt noch ein bisschen Schaden fressen, leider. Ach, macht nix. Kein Problem. Das hat Zauberschaden plus 1, okay. Das steht so. Ja. So, piff. Habe ich meinen Zahnstocher rausgeholt und dich damit gepiekst. Ja, also ich sag mal, geht. Nicht gut, aber es geht. Das spare ich mir auf. Bin noch nicht sonderlich begeistert. Aber schauen wir mal. Ja, komm, ich mach so. Stellt am Ende eures Zuges bei allen freundlichen Dienern plus ein Leben wieder her. Das ist super. Blöderweise, wenn ich jetzt mit beiden hier angreife, dann sind sie dort. Ja, egal. Ich hätte auch hier das noch entsprechend verzaubern können, aber ich spare mir das mal auf. Ich will mal verrückterweise versuchen, taktisch zu spielen. Verrückterweise, ja. Sehr gut. Das ist ein ganz neues Konzept hier auf dem Kanal. Prima. Die magst du, ne, die Karte? Mhm. Oh, das ist eine schöne Karte. Das ist übrigens die Karte, mit dem ich jemanden ziemlich böse überrannt habe. Weil du viel Heilen und Leben auffüllen kannst, ne? Die hatte 20-20 am Ende. Ja. Das ist immer böse.
tut dann halt doch weh. Ja, kann man, also, ja, doch. So. Tja, kann passieren. Ah, wow, ich kann Schaden zufügen. Ey. Jetzt geht das schon wieder los. Natürlich. Komm, ich mach's mal so. Nee. Ich will jetzt halt noch nicht alle meine Karten ausspielen, weil sonst habe ich ja nichts in der Hinterhand mehr. Falls du mal gemein werden solltest da oben. Für den unwahrscheinlichen Fall, natürlich. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass ich gemein werde, ja? Ja. Kennen wir noch gar nicht von dir. Okay. Das kann nachher noch interessant werden. Falls ich nachher noch lebe. Ich bin im Moment noch nicht ganz so schlüssig, wo das alles hinführen wird. Ich habe aktuell keine Taktik, die ich wirklich anwenden kann. Ach, das war alles on the fly gerade. Aber manchmal muss man einfach ein bisschen improvisieren, ne? Ja. Ich sag ja auch nichts. Ach, damit. Ah, okay. Ich übernehme das. Das geht schon mal, okay. Ja, okay, war mittelschlau, was ich jetzt gemacht habe, aber ist okay. Ja. Das war jetzt nicht so gut. Ach, das war nur für diesen Zug, okay. Na, schade. Ja. Genau. Ja. Deshalb hat mich das gerade etwas verwundert. Ja, mich auch. So im Nachhinein. Aber es ist auch schön, wenn man sich selbst auch mal überraschen kann. Ja. Ich könnte. Du könntest. Ja, das könnte ich wohl. Er könnte. Wäre ganz interessant, wenn man für das Spiel so ein Custom Soundpack erstellen könnte. Dass man den Dienern andere Sprüche in den Mund legt. Könnte man sich leicht seltsame Sachen ausdenken. Das stimmt. Stichwort seltsame Sachen. Ich hab. Okay. Ja. So, der darf jetzt zweimal angreifen. Da einmal. Ach, verdammt. Ach, Mann. Egal. Ich hätte eigentlich mit dem einfachen Turm hier den Bespotteten weghauen sollen. Oder können vielmehr. Das stimmt. Und dann anders. Und dann hätte ich halt noch zwei Schaden mehr austeilen können. Aber, naja. Mir fehlen gerade so richtig hohe Karten. So richtig hohe Viecher. Du hast ziemlich viel Stuff auf deinem Feld liegen. Ja, aber es ist alles nicht wertvoll. Also es ist alles, hat kein Leben. Es hat doch kein Leben. Oha. Sie werden nicht wissen, wie ihnen geschieht. Okay.
Okay. Wenn so ein Viech so viel Leben hat, das ist immer der Moment, wo ich denke, ja, den ignoriere ich jetzt erstmal. Ich hoffe dann immer, dass er nicht allzu viel Schaden hat. Das ist eine tolle Karte, die ich kriege. Warte. Na. Das ist ja. Ich ziehe alles, was ich habe. Ach, oh, du Scheiße. Okay. Also zählen die Totems auch als Diener? Okay, es ist schön, das wusste ich nicht. Das freut mich. Das ist echt heavy. Das freut mich ja gerade ein bisschen. Weißt du, mich freut das gerade überhaupt nicht. Das wundert mich, ehrlich gesagt. Uiuiui. 10, ha? Ich glaube, ich kann nicht im nächsten Zug weghauen. Etwas Spott drauf, habe ich wieder mal übersehen. Großartigerweise. Passt mir das ins Konzept? Also passt es nicht, aber... Ich meine natürlich, ja, die Karte ist okay. Okay. Ja. Ist okay. Oh Gott! So, und jetzt kommt der Trick. Windzorn. Den darf zweimal. Genau. Aber du lebst noch. Ja, er lebt noch. Job done. Hohe Karten können böse sein. Und dann ziehe ich so einen Stuss, ne? Wow. Gibt allen deinen Dienern einen Lolli. Okay. Ja. Meine heiligen Novas sind wieder irgendwo am Ende. Okay. Das Schöne ist, der behält halt seinen Windzorn. Das heißt, er kann immer wieder zweimal angreifen, wenn er wollte. Hier, komm, den gibt's auch noch oben drauf. Jawohl. Den machen wir dann auch noch. Upsala. Jetzt habe ich mein Mikrofon getreten. Eine sehr glückliche Runde, muss ich sagen. Wieder ein Spott-Tot im Nachbarn. Ja, ich weiß nicht, wie der Brand ist. Was soll das? Ich sag doch, eine sehr glückliche Runde. Unglaublich. Unglaublich. Katastrophe. Es war nicht so geplant. Ich kann nichts dafür. Aber du hast dich gut geschlagen, muss ich sagen. Du warst ein ehrwürdiger Gegner. Ja. Ja, hoffe ich. dass das stimmt, was ich gerade gesagt habe. Ich bin mir manchmal auch nicht so ganz sicher. Aber auf jeden Fall vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Kein Ding, danke. Es war für dich ja auch eine Premiere, muss ich sagen. Ja? Ja. Aber würdest du denn nochmal wiederkommen? Vielleicht? Nee, ja. Okay. Vielleicht. Vielleicht, ich denke mal, Hearthstone setzen wir nochmal im Stream fort, ne? Ja, auf jeden Fall. Dass wir uns da gegenseitig auf die Nase dätscheln können. Genau. Nehmen uns so einen Wattebausch und werfen den gegeneinander zu. Genau ja. So. Wahrscheinlich dann als Doppelstream, das heißt, jeder von euch kann dann in unsere Karten schauen. Es darf natürlich nicht gespoilert werden, weil sonst spielen wir unsere Diener gegen euch aus, sag ich richtig mal. Und das wird wahrscheinlich angekündigt werden in angemessener Form. Facebook, genau. Twitter, vielleicht YouTube, mal gucken. Auf jeden Fall könnt ihr schon mal jetzt den Kanal folgen, am besten beide. Die sind in der Videobeschreibung verlinkt. Mein Live-Kanal, sein Live-Kanal, meine Omas Live-Kanal vielleicht auch. Gibt es manchmal Plätzchen-Backstreams. Oma-LP. Es gibt ein Opa spielt. Das ist, ja. Okay. Ja, ich wollte es nur gesagt haben. So, auf jeden Fall vielen Dank an dich. Hearthstone war das. Ich weiß immer noch nicht, wann die Open Beta denn mal anfangen sollte. Ich glaube, das weiß im Moment noch keiner. Es gibt aktuell noch, falls ihr Keys haben wollt und ein bisschen Glück mitbringt, Gewinnspiele an verschiedensten Stellen. Ich habe leider keine Keys, sonst würde ich die natürlich raushauen oder auf einen Zettel schreiben und alle verbrennen. Ich habe auch keine. Was? Ich habe auch keine.
Nicht fragen. Nee, der hat auch keine. Deswegen müsst ihr halt selber schauen. Ansonsten, ich glaube, so ewig lange kann das Spiel auch nicht mehr dauern, bis es denn für alle verfügbar ist. Ansonsten könnt ihr einfach unsere Streams schauen oder andere Streams schauen oder andere Videos schauen oder auch mal nach draußen gehen. Ist ja schön draußen. Und an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen bei Ramageddon Woche 14, Tag 5. Was es nächste Woche gibt, kann ich noch nicht sagen, weil ich keine Ahnung habe. So, vielen Dank und tschüss. Ciao.